Es herrscht Krieg in Europa und die Sorge ist groß, dass aus dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ein Flächenbrand werden könnte. Viele, die es sich leisten können, spielen daher mit dem Gedanken, den Kontinent zu verlassen und sich eine Auslandsimmobilie zuzulegen, zum Beispiel in Südafrika. Nicht zuletzt auch, weil die Preise dort immer noch vergleichsweise günstig sind. Fragen dazu an Immobilienmakler Norbert Benitzke von The Lionshead International Properties. Einen schönen guten Tag nach Südafrika. Guten Tag, Herr Franik. Ich grüße Sie nach Frankfurt aus dem herrlichen Franschhoek in der Nähe von Kapstadt in Südafrika. Ja, viele Grüße zurück nach Franschhoek, Herr Benitzke. Ja, wie machen sich denn die dramatischen Umstände in Europa für Sie bemerkbar? Es ist auf der einen Seite wirklich tragisch, was da in Europa passiert, so nahe vor Ihrer Haustür. Wir sind ja 11.000 Kilometer entfernt. Aber hier, ich merke, seit 2 Wochen, seit es eigentlich schon bevor die Russen in der Ukraine eingelaufen sind, dass eine Nachfrage steigt. Plötzlich steigt hier die Nachfrage, ich muss auch sagen, von Leuten, die mehr Geld haben als wieder einfache Menschen, die jetzt nachfragen nach Häusern, auch die mich anrufen, wir wollen einmal was kaufen, können wir ein Konto in Südafrika eröffnen, wie geht das, können Sie uns dabei behilflich sein? Welche Immobilien werden denn zurzeit besonders stark nachgefragt, Herr Benitzke? Sind es eher Wohnungen, Häuser oder gar ganze Farmen? Das meiste sind Häuser. Das sind Häuser. Ich würde sagen, es sind auch die Kunden, die über das nötige Kleingeld verfügen, dass sie sich Häuser kaufen. Also irgendwie der Kleine, der hat gar nicht das Geld, dass er jetzt schnell mal was runterschickt und was kauft. Es sind Leute, die schon einmal geplant hatten, hier was zu kaufen. Und es sind auch jetzt verstärkt welche dabei, mit denen ich gesprochen habe, die wirklich Angst haben mit dem Krieg in Russland, die sagen, wer weiß, wie das weitergeht. Wie sieht denn aktuell das Inlandsgeschäft aus, Herr Benitzke? Also wie sehr fragen einheimische Südafrikaner Immobilien am Westkap nach? Wir haben eine starke Tendenz, dass die Leute aus Johannesburg, aus dem Norden nach Kapstadt, viele ziehen nach Kapstadt runter. Und einfach die Frage in das Western Cape ist einfach, ich würde sagen, das schönste Land in ganz Südafrika mit der besten Regierung, auch in Kapstadt. Bürgermeister erst seit 100 Tagen im Amt und hat schon positive Bilanz. Viele aus dem Norden kommen hier runter oder kaufen sich Immobilien, wie manche Deutsche kaufen sich in Italien, Spanien eine Immobilie. So kauft sich der aus Johannesburg eine Immobilie hier oder auch aus anderen afrikanischen Ländern, sei es aus Nigeria, aus dem Kongo, aus dem Tschad, egal. Die Leute kaufen sich so wie die Europäer in Spanien, kaufen sich auch Afrikaner in Südafrika Immobilien. Die Corona-Pandemie geht derweil ins dritte Jahr. Auch Südafrika war stark gebeutelt. Wie stellt sich die Lage aktuell dar, Herr Benitzke? Ist Corona am Westkap überstanden und damit auch der negative Einfluss auf den Immobilienmarkt? Ist alles überstanden, schon länger. Bei uns ist alles okay. Das ist schon viel früher wie in Deutschland oder in Europa. Die Leute sind gut drauf. Das mit den Masken, man hat sich daran gewöhnt. Im Restaurant Maske, eben dann drinnen sitzen, Maske ab. Es alles gut. Keine Beschränkung mehr, nichts mehr. Und der Immobilienmarkt hat sich schon etwas bewegt, weil viele Leute jetzt mit dem Work from Home, die wollen von zu Hause aus arbeiten. Und deswegen wurden doch mehr Häuser gekauft, wo ein bisschen mehr Platz ist, dass er von zu Hause aus arbeiten kann. Und wir haben auch den Vorteil, dass hier größte Teil, also gerade in der Gegend um Kapstadt, ist schon mit Fiber Internet. Wir haben also Fiber Internet, das schnellste Internet. Darum ist das Work from Home ein Thema geworden hier. Apropos Work from Home, was tut denn die südafrikanische Regierung, um diesen Trend zu unterstützen? Und vor allem, um noch mehr Ausländer anzulocken. Kapstadt hat ja eine gewisse Strahlkraft. Ja, die Regierung unterstützt es jetzt und es ist jetzt in Planung für die Nomads, dass sie die Nomads ein leichteres Visum bekommen, eine Aufenthaltsgenehmigung für die Digital Nomads. Also da ist die Regierung dabei, das so schnell wie möglich zu ändern, dass noch mehr Leute reinkommen, um hier zu arbeiten. Abschließend, Herr Benitzke, was raten Sie denn Deutschen, die Interesse an einer Immobilie in Südafrika haben? Also welchen Schritt sollten Sie idealerweise gehen, um sich eine Meinung zu bilden? Ich glaube einmal, als erstes sollten die Interessenten hier runterkommen, einfach einmal das Land anschauen und dann die Orte anschauen, wo es einem gefällt. Wissen Sie, das Land ist so riesig, es gibt so viele schöne Flecken hier. Kommen Sie zuerst einmal nach Südafrika, schauen Sie sich an die Orte, wo es Ihnen gefällt und dann kommt die Entscheidung, dass Sie sich vielleicht was kaufen bei mir. Soweit Immobilienmakler Norbert Benitzke von The Lionshead International Properties. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Einen schönen guten Tag noch nach Südafrika und alles Gute für Sie. Gern geschehen, Herr Frani. Grüße nach Frankfurt.